Wir brauchen weniger Bankmanager, sondern mehr Banker, die also praktisch Bankiers sozusagen, die auch dann dafür haften und beziehungsweise wissen, was sie tun. Und ich glaube, das merken wir auch in den unterschiedlichen Bereichen, was jetzt den Mittelstand angeht. Da, wo der Unternehmer selber haftet, geht er doch sehr viel sorgfältiger um. Da, wo nicht Sherry Wellhofer das Wichtigste ist in diesen ganzen Bereichen, wo die Familienbetriebe noch aktiv ist, das, was auch wir vor allem hier in der Region haben, ist auch ein anderes Wirtschaften mit den Mitarbeitern. Wir haben als Koalition einen Gesetzentwurf auf dem Tisch, wo, das ist der berühmte Brief der Schurkenstaaten, wo jetzt praktisch es nicht nur um die Cayman Island geht oder um sonstige exotische Staaten, die wir fast nicht aussprechen können, da im Film gesehen haben, sondern wo eben auch unsere Nachbarstaaten, Österreich, die Schweiz, auch mit eingebunden werden und wo eben dann auch klar gemacht wird, dass bestimmte Mechanismen bzw. Handelbarrieren auch Schwierigkeiten werden zwischen den Ländern, zwischen Unternehmen, die in den Ländern sind. Und ich gebe auch offen zu, ich weiß auch nicht immer, ob das, was momentan gerade im Bundestag beschlossen ist, der Weisheit letzter Schluss ist, aber wir hatten so eine Situation noch nie und deswegen muss man da sehr fair mit allen umgehen. Und ich glaube, jeder, der da gerade beteiligt ist, ob die Regierung oder auch die Opposition, die an verschiedenen Beschlüssen auch immer wieder mitstimmt, macht es sich da nicht einfach und sucht wirklich das Beste herauszufinden. Wir haben ja zum Beispiel den Stabilitätspakt von Maastricht, den wir einhalten müssen, eben auch aus Stabilitätskriterien. Wir wissen, dass wir es dieses Jahr noch einhalten als Bundesrepublik, aber bereits im nächsten Jahr rechnen wir mit 4,8% und nur 3,0 ist erlaubt. Also das muss man wissen, dass wir hier gegen internationale Regeln verstoßen werden. Übrigens Aber nicht als einzige. Ne? aber den Stabilitätspakt, den haben ja wir damals ungefähr eingeführt. Ne? Wir waren ja nicht so für den Euro. Wir wollten ja eigentlich mit den Italienern gar keine Währung haben und wollten die Italiener zwingen, dass sie endlich sauber machen und keine Schulden mehr machen. Also sauber in der Währungsbilanz natürlich. Und keine Schulden mehr machen. Und deswegen müssen wir da als Vorreiter Deutschland immer ganz vorsichtig sein, dass wir nicht dagegen verstoßen. Ich selber bin seit 7 Jahren, auch seitdem ich im Bundestag bin, in der Arbeitsgruppe der Parlamentarier, die übergreifend ist, die sich besonders mit Afrika beschäftigt. Weil es war ja doch sehr nachdenklich, was der eine Vertreter gesagt hat. Und er hat ja recht, entweder der Hälfte uns Oder wir in kommen. Afrika oder ihr habt eben dann die Probleme. Und das ist ja richtig. Und das sollte unser gemeinsames Ziel natürlich sein. Und da sage ich auch wenn der Dr. Schick jetzt nicht mehr da ist, da gibt es auch keinen Dissens im Prinzip im Deutschen Bundestag, wenn wir jetzt eine Lösung hätten. Wurde vorhin angesprochen, 3 Milliarden Euro Subventionen für die Baumwolle, die die Amerikaner machen. Naja, das ist jetzt relativ einfach von uns zu sagen, streicht bitte eure Subventionen. Bin mal gespannt, was die Baumwollpflücker in den USA dann dazu sagen. Wäre genauso hier mit unserer Landwirtschaft bei uns. Wenn wir sagen würden, ihr kriegt jetzt keinen Ausgleich mehr dafür, dass ihr eben hier weniger Spritzmittel verwenden dürft, dass ihr hohe Lohnkosten habt. Wir holen sozusagen die ganzen Rohstoffe aus den Entwicklungshilfeländern, die ja natürlich da auch Interesse dran haben. Das heißt, wenn hier einer einen Vorschlag hat, wie wir es auch wirklich umsetzen können, ohne die heimische Landwirtschaft, und das ist Baumwolle in den USA genauso wie bei uns der Weizen, ohne das kaputt zu machen, da gibt es, glaube ich, zumindest in Mitteleuropa keinen Konsens, keinen großen Konsens, zumindest zwischen Parteien. Und ich glaube, das haben auch alle Ich meine keinen Dissens. Dissens. Entschuldigung. Und, nur weil Zeitung da ist. Ja, klar, dass was falsch da drin steht. Und wir eben im Prinzip das als unsere wichtigste Aufgabe auch sehen können, weil Afrika ist nicht nur direkt vor unserer Haustür, sondern da haben wir auch eine moralische Verpflichtung, uns darum zu kümmern. Und als letztes noch, auch in China, wenn wir heute in der Zeitung gelesen haben, dass 50% aller Spielzeugfabriken in China zugemacht haben, dann mag der ein oder andere das begrüßen, weil er sagt, ne, Kinderarbeit oder alles, was wir uns darunter vorstellen. Aber damit sind jetzt eben 10 Millionen Wanderarbeiter in China auch ohne Einkommen und die müssen auch ernährt werden. Und auch da haben wir eine Verpflichtung.